Hallo meine Lieben, hier ist wieder der Steineisammler. Endlich mal wieder mit Achate zum Öffnen. Ist ja in letzter Zeit wenig um das Thema gewesen. Aber halt auch wetterbedingt. Ich konnte halt nicht wirklich neu sammeln. Hier habe ich Achate aus Wendelsheim. Die habe ich aus dem Grund, weil ich sie einfach, als ich das letzte Mal die Achate von Wendelsheim geöffnet habe, habe ich nur die Hälfte geöffnet. Und die andere Hälfte habe ich in das kleine Päckchen hier reingemacht. Und habe das auf die Seite gestellt. Und zwar so gut auf die Seite, dass ich es einfach nicht mehr im Blick hatte und dann vergessen habe. Ganz schlicht und ergreifend. Wendelsheim ist bekannt dafür, dass sie da sehr durchsichtige Achate haben. Nennt man dann auch Glasachate. Wo habe ich jetzt meinen, den man so schön sehen konnte? Den habe ich irgendwo hingeschnitten. Mit dem kann man es relativ gut sehen. So durchsichtig ist der. Aber es gibt da auch Achate mit Farbe. Und wo ich ganz heiß drauf bin, den hatte ich völlig aus den Augen verloren, ist der Kandidat hier. Den hatte ich das letzte Mal nicht aufgeschnitten, weil ich einfach im Überlegen war, wie ich ihn aufschneide. Und ich habe lange überlegt und egal wie ich es mache, ich werde auf jeden Fall irgendwo durch ein Fenster schneiden müssen. Geht leider nicht anders. Dann habe ich aber auch einen Kandidat hier. Wo ist er denn? Hier. Da gehe ich mal von aus, dass es nichts weiter ist als nur ein Stein. Den hatte ich einfach nur wegen der seltsamen Struktur mitgenommen. Hier oben hat er zwar ein bisschen Quarz, aber ich vermute, dass es wirklich nur ein Stein ist. Und gegen der hier, den hatte ich auch wegen der Form mitgenommen, weil er so Abdrücke drin hat. Und beim Saubermachen habe ich dann gesehen, dass der hier wirklich da ein kleines Stückchen Achat hat. Ich gehe mal von aus, dass der ganze Stein dann ein Achat ist, werden wir dann erst sehen beim Aufschneiden. Ja, ich denke mal, ich werde nicht alles aufschneiden. Gerade so die Glasdinger, da werde ich nicht alle machen. Aber naja, ich fange einfach mal an. Achso, Wasser ist auch nicht schlecht, das soll ich mal aufdrehen. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel. Ich habe das Problem bei meinem Wasserhahn, am Anfang kommt ganz viel Wasser und das wird dann immer weniger und weniger und weniger. Und ich hatte es schon mal gehabt, dass ich es nicht gemerkt habe und dann habe ich auf einmal ohne Kühlung gesägt. Dann hält ein Sägeblatt nicht besonders lange. Für alle, die meine Videos noch nicht kennen, herzlich willkommen. Das ist ein glattes Sägeblatt. Das heißt, keine Zacken. Es schneidet nur harte Materialien. Mein Finger ist weich, mein Finger kann ich nicht schneiden. Wenn ich jetzt mit dem Finger Nagel drauf komme, den kann ich ganz easy durchschneiden. Das wäre sofort ratzfatz. Das wird noch nicht mal eine Sekunde dauern, dann wäre der durch. Aber ich kann problemlos mit den Fingern drauf fassen. Da braucht ihr keine Angst haben, wenn ich dicht dran bin. Ich bin manchmal beim Sägen direkt auf dem Blatt. Das seht ihr gar nicht, aber ich spüre es halt. Gerade wenn ich was Dünnes habe, dann bin ich wirklich direkt am Blatt. Und da passiert mir nichts. Keine Angst. Wird nur heiß. Also verbrennen kann man sich durchaus.
Disc geht so durch. Das heißt, so will ich den nicht schneiden. Ich werde den dann auch so schräg schneiden. Jetzt noch mehr abgeplatzt. Er platzt und platzt immer weiter. Kann aber trotzdem ein schönes Stück draus werden. So, dann machen wir hier mal den wahrscheinlich Stein. Ich muss mal kurz Pause machen, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Meine Frau kam gerade nach Hause und wollte wissen, was ich mache. Leichte Achataderung drin, aber. So, aber dann nehmen wir jetzt mal den anderen. Da bin ich mal gespannt. Jawohl. Oh, wie genial. Ihr seht, ich habe nicht gerade geschnitten. Ich habe hier so eine kleine Wulstung drin. Das kommt leider daher. Oh, ist der schön. Ich muss jetzt hier viel schleifen. Ich habe das letzte Mal was sehr Schweres geschnitten. Und ist jetzt durch Zufall gerade oben. Der hat hier eine leichte Kante. Das heißt, das Sägeblatt ist nicht mehr so, sondern es ist oben leicht so.
Ich will es jetzt aber deswegen nicht gleich wechseln, weil es hat noch richtig viel drauf. Muss ich halt extrem aufpassen. Vor allem, ich kann jetzt nichts Großes schneiden, wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt hier noch einen großen Achat. Wenn ich den jetzt gerade schneiden möchte, dann wird das so ein Schnitt. Ja. Der wird dann so. Das ist halt das Doofe. Aber jetzt so kleine Sachen wie jetzt zum Beispiel hier habe ich noch ein bisschen, wenn ich jetzt hier das in Stücke schneide, weil das ist ein Überrest, der ist für den Trommel, für die Trommel wird er klein geschnitten. Sowas kann ich damit noch schneiden. Ja, ich hoffe, dass es bei dem einigermaßen gut geht. Boah, ist der genial. Sehr schön. Ein wirklich schönes Stück. Und da ist wieder meine Frau, die das möchte im Moment. Hey. Banausen sind das. Wir haben kein Auge für Schönheit. Ich habe es gerade meiner Frau gezeigt. Mhm. Jo, toll. So. Mach ich mal mit dem hier weiter. Der ist nämlich auch so ganz blöd gesplittert. Der hat so einen Riss hier reingehend. Mal gucken, ob der hält oder ob er zerfällt. Gefüllt. Der ist mit Quarz gefüllt, aber auch nicht hässlich, aber auch keine Schönheit. Der hat auch ganz viele Brüche. Boah. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird komplett auseinanderbröseln. Da gehen Risse so und Risse so und Risse so und mal gucken. Das ist rein Quarz. Sieht zumindest danach aus.
als du reinquatschst, war es ein bisschen hart. Ist aber Quarz mit einem Achatstrich. Schon vor langer Zeit zerbrochen. Dass der hält. Dann hat er noch so diesen Durchgang hier drinne. Also das Fenster werde ich auf jeden Fall schneiden. Anders geht's nicht. Das auch.
Also ihr habt schon gesehen, er ist zerbrochen. Ich habe jetzt versucht, so möglich glatt zu schleifen, wie es geht. Wow. Der sieht doch genial aus. Das ist immer das Problem. Ihr seht jetzt hier die Kante. Hier ist er gebrochen auf der anderen Seite. Und dann hat man nicht mehr diesen gleichen Lauf. Man hält ihn ja immer gleich dran. Und wenn das hinten weg ist, dann setzt man eventuell wieder schief an. Und dann kommt man schnell so eine Kante zum Vorschein. Das ist jetzt schade. Aber was für ein schönes Stück. Genial. Genial. Ich bin froh, dass es hier oben nicht weggeplatzt ist mit dem Riss hier. Wow. Tolles Stück. Schade. Schade, dass das hier noch weg ist. Wahrscheinlich auch nur Quarz. Hier ganz dünn und hatte dann noch eine Druse. Da ist er gebrochen. Ich hatte gehofft, dass das heil bleibt. Ganz feine schwarze Bänderung. Könnte interessant werden.
hier hinten das kleine Stützel bricht doch weg. Muss ich den doch nochmal dann so schneiden. Aber dann ist das ja alles weg. Och, Menno. Kleines Bruchstückchen. Der ist überall mal gebrochen. Deswegen ist es auch so weggebröselt. Kann ich mit dem Fingernagel sogar zerbröseln. Schade.
du nochmal hier so. Mal gucken, ob da was rauskommt. Okay. Diese weiße Farbe ist nur oberflächlich. Also das geht jetzt nicht großartig rein. Das sieht man hier von der Seite. Millimeter vielleicht noch nicht mal. Das, was ich jetzt gerade in der Hand halte, also der Bereich hier, der wird wahrscheinlich wegfliegen. Ich versuche mal, zur Not muss ich alles wegschleifen. Ich drehe mal ein bisschen das Wasser auf. Ja, kommt besser. Wie gesagt, wird wegfliegen. Schade, wäre gar nicht mal so schlecht. Muss man jetzt noch richtig viel wegnehmen mit der ganzen Kante hier. Naja. Diese
ganz kleinen. Da hat man ja nicht wirklich viel Platz zum Festhalten. Das heißt, hier halte ich wirklich, seht ihr hier, Fingernagel schon ein bisschen weggefräst. Ich halte die wirklich so und dann gehe ich hier zwischen die Finger mit dem Sägeblatt. Das greift die ganze Zeit an den Fingern. Muss ich nur aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, weil das tut dann schon ein bisschen unangenehm weh. Oh, bei dem braucht man so eine Mikroskopaufnahme. Der hat wunderschöne Bänderung hier außenrum in Augenform. Wow. So, der ist ziemlich kaputt. Der war bestimmt mal richtig toll. Gedacht, dass der jetzt komplett zerbröselt. Ja. Der als Ganzes war bestimmt wirklich toll. Schade. So. Nee, den säge ich nicht. Den sehe ich nicht, der wird getrommelt. Das Trommelstein wird da schöner aussehen. Das gesägt, oder? Dann klingt die Kante. Also entweder tue ich mir jetzt ruinieren oder es wird doch noch was. Versuch mal. Lieber getrommelt. Schade.
interessante Farbe. Hier hat er was eingeflossen. Ja, interessant. Mal gucken, ob der hält. Zerbröselt. Aber immer noch quick. Als Ganzes war der bestimmt auch voll. So, jetzt haben wir nur noch Kleinkram. Dass es so klein ist.
Der gefällt mir. Einmal ein weißer Schleier drin, da sind Fremdkörper reingekommen. Dann hat er hier einen Netrin. Jo, der gefällt mir. Sowas finde ich interessant. So, das wird jetzt der letzte für heute. Kalt. Guckt euch mal Finger an. Schon ranzig vom Wasser. Ranzig, ja. Nee, egal. Also, ja. Definitiv, es gibt sehr, sehr schöne Achate in Wendelsheim. Der hat hier rot-gelb gebändert auch noch drin. Das, oh, der ist so genial. Ich habe nur Angst, dass der beim Bearbeiten hier wegbricht. Das wäre so schade. Also, definitiv, die Fahrt damals hat sich allein für den schon rentiert. Ja, irgendwann werde ich da mal bestimmt wieder hinfahren, aber ich habe keine Ahnung wann. Ich hoffe noch dieses Jahr. Jo, ihr Lieben, das war der Steineisammler. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Es ist überhaupt gar kein Thema. Ich gucke auch regelmäßig rein. Ich versuche auch immer alles zu beantworten. Bisher sind es noch nicht so viele Fragen, die ich kriege. Das heißt, da kann ich das auch beantworten. Ja, ich werde jetzt in Nähe Eder Oberstein. Ja, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ist ja jetzt wieder Achatmesse im März, glaube ich. Da werde ich auf jeden Fall werde ich da hinfahren. Und ja, könnt euch dann bei mir melden, falls ihr mal Lust habt, mich zu treffen oder wenn wir einen trinken wollen. Kein Thema, mache ich gerne. Ich freue mich immer, wenn ich neue Leute kennenlerne. Ich habe über mein Hobby schon sehr interessante Kontakte geknüpft, wo ich auch sehr dankbar für bin. Wirklich liebe Menschen. Und ja, es können ruhig mehr werden, habe ich nichts dagegen. Also ihr Lieben, das war euer Steineisammler. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.